Naja, jetzt lassen wir uns erstmal in Kuba porträtieren oder so. Keine Ahnung. Ich frage mich, wozu eine so kleine und abgelegene Nervenheilanstalt einen Pförtner braucht. Zumal es hier nicht einmal einen Parkplatz gibt. Schönen guten Tag. Ich suche das Sanatorium unter Palmen. Bin ich hier richtig? Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, zumindest dem Namen nach sind Sie hier richtig. Dem Namen nach? Naja, mit Institutionen ist es dasselbe wie mit Parteien. Der Name ist nicht immer Programm. Wieso? Sind doch eine Menge Palmen hier. Ja, Palmen gibt es hier. Aber lassen wir das. Ich habe schon viel zu viel geredet. Wie kann ich Ihnen helfen? Nun kommen Sie schon. Was ist hier los? Was stimmt nicht? Gar nichts. Ich meinte alles. Ach, egal. Also, was wollen Sie? Schade. Ich suche einen gewissen Manuel Perez. Soll hier Patient sein? Ja, kann schon sein. Ich kenne die Patienten nicht. Gehen Sie vorne links zum Empfang. Da kann man Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen. Und wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, seien Sie vorsichtig. Was? Wieso? Nur so. Sie sehen so aus, als hätten Sie die Warnung nötig. Aber wie dem auch sei, ich muss jetzt weitermalen. Viel Glück. Okay. Also, erstens hat er schon wieder die Stimme von Luke Skywalker, genauso wie der Torwächter in Russland. Alle Pförtner haben die Stimme von Mark Hamill. Und zweitens, warum reden alle Deutsch in dem Spiel? Oder spricht einfach sowohl Nina als auch Max, sprechen einfach fließend alle Sprachen dieses Universums? Eins von beiden muss es sein. Dann fragen wir mal nach seiner Leinwand. Sie malen während Ihrer Arbeitszeit? Ja, klar. Nein, ich arbeite während meiner Mahlzeit. Einige davon werden dann zur Dekoration in die Klinik gehängt. Ist denn so wenig zu tun? Was glauben Sie denn? Hier gibt's keinen Sommerschlossverkauf, wo sich Tausende bereits am Abend vorher anstellen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren hier und Sie sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind Sie der dritte Besucher. Oh, was malen Sie denn so? Oh, eigentlich alles. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ist alles nicht sonderlich viel. Irgendwann gehen einem die Motive aus, wenn man immer nur von einer Position aus malen kann. Ich habe mittlerweile sämtliche Palmen, Grashalme und selbst die Schmetterlinge in ihren unterschiedlichen Flügelstellungen gemalt. Allmählich wird's öde. Dabei habe ich extra langsam gemalt. Früher hatte ich ein Bild in 30 Minuten fertig. Heute lasse ich mir 30 Stunden Zeit. Nur, um möglichst lange das Problem des nächsten Motivs vor mir herzuschieben. Na, dann wünsche ich Ihnen... Was soll ich Ihnen wünschen? Wünschen Sie mir ein Unwetter. Vielleicht fallen ja ein paar Palmen um. Dann hätte ich mal ein neues Motiv. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen ein Unwetter. Danke. Und wenn Ihnen ein tolles Motiv über den Weg läuft, dann bringen Sie es mit. Versuch halt mal einen anderen Stil. Mach halt mal ein bisschen Surrealismus, Kubismus. Mal einfach alles hier nochmal in verschiedenen Stilen. Und sei nicht so einfallslos. Mensch, was bist denn du für ein Künstler? Sie sagten vorhin, dass irgendwas mit dieser Anstalt nicht stimmen würde. Ich? Nein, das habe ich nie gesagt. Aber das Wetter ist schön heute, oder? Ja, wunderschön. Hab schon verstanden. Ja, ich sehe die schon. Ich beobachte die schon die ganze Zeit im Fenster tanzen. Mein erster Gedanke war, das ist total blöd, aber dass hier wahrscheinlich eine Tanzschule ist. Weil wir sind ja in Kuba und das besteht nur aus Tanzschulen und, was? Keine Ahnung. Naja, okay. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir oder von der Muse? Sowohl als auch. Oh Gott, warum ist eigentlich jeder Charakter in dem Spiel ein totaler Creep? Sagt vielleicht ein bisschen was über die Entwickler oder die Autoren aus, ne? Nix Gutes. Hier entstehen die künftigen Meisterwerke der zeitgenössischen kubanischen Malerei. Ob diese zu Recht eher unbekannt sind, darüber mögen andere entscheiden. Na, gehen wir jetzt mal ins Hospital. Nee, ich gehe jetzt erst in den Hinterhof. Erstmal... Hä? Nehme ich das Tor. Okay. Meine Güte, gibt's hier viel zu tun. Holzstapel. Die haben ja ganz schön Holz vor... Nein, der ist mir zu flach. Ach, der ist dir zu flach.
Bis jetzt hast du nach jedem schlechten Wortwitz mit beiden Armen empfangen und zelebriert. Außerdem haben sie das Holz nicht mal vor der Hütte, sondern im Hinterhof. Es macht nicht mal Sinn. Der ist voll schmutziger Wäsche. Kratzspuren habe ich da gerade gesehen, oder? Türrahmen. Da sind riesige Kerben drin. Sag ich doch. Sieht so aus, als ob jemand wie wild mit einer Axt darauf eingeschlagen hätte. Hoffentlich begegne ich diesem jemand nicht. Da steht drauf: Vorsicht! Der Anstaltsleitung wurde gemeldet, dass sich in letzter Zeit seltsame Gestalten in schwarzen Roben in der Nähe der Anstalt rumgedrückt haben. Wer etwas Ja, Auffälliges oder Ungewöhnliches beobachtet, hat dies umgehend der Anstaltsleiterin Dr. Charleroi zu melden. Wäschedienst. Nächster Abholtermin Dienstag 14:30 Uhr. Gestalten in schwarzen Roben? Die scheinen mich wirklich überall hin zu verfolgen. Ich muss endlich rauskriegen, wer die sind und was die eigentlich wollen. im Grunde verfolgen wir eher die, oder? Aber das heißt, die Aliens sind auch schon hier. Irgendwie, wenn ich die Schultertasten drücke, läuft sie irgendwo hin immer. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin und warum eigentlich. Komisch, oder? So viele Lautsprecher für so wenig Innenhof? Er macht gerade Pause. Völlig untypisch für einen Bauarbeiter. Hallo, gehören Sie zum Personal? Ich? Nein, Gott bewahre. Ich soll den Hof asphaltieren. Dazu muss ich den alten Belag aber erst einmal entfernen. Üble Schufterei bei der Hitze, das kann ich Ihnen sagen. Kann ich mir vorstellen. Apropos vorstellen, ich bin Nina. Sehr erfreut, man nennt mich B-B-B-Bernhard. Kann ich deinen Presslufthammer haben, Bernhard? Warum soll der Hof eigentlich asphaltiert werden? Nee. Sieht doch noch ganz gut aus. Bei uns gibt's Straßen in deutlich schlechterem Zustand. Keine Ahnung. Sie haben schon recht. Eigentlich lohnt sich das hier gar nicht. Wegen ein paar Patienten. Naja, mir soll es egal sein. Wer hat Ihnen denn den Auftrag gegeben? Irgend so ein Italo-Amerikaner, Massimo Gattuso oder so ähnlich. Massimo Gattuso? Ja, er will, dass der Hof in 3 Tagen fertig ist. Völlig unrealistisch. Aber Sie wissen nicht, warum dieser Hof asphaltiert werden soll. Nö. Seltsam. Wieso lässt jemand wie Massimo Gattuso den Hinterhof einer Klapsmühle in einem kubanischen Kaff asphaltieren? Was ist denn das für ein Bild? Was soll uns das darstellen? Okay, egal. Ich mache mit der Reihe nach alles erstmal. Ist Ihnen an der Anstalt irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Was soll schon ungewöhnlich sein? Ein paar geistig nicht ganz frische und ein paar Ärzte auf engem Raum. Irgendwann sind dann Ärzte und Patienten kaum noch voneinander zu unterscheiden. Das Gefühl habe ich immer bei Hundebesitzern. Ist Ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen? Außer dass da drinnen ständig einer schreit, kreischt und sonstige seltsame Geräusche von sich gibt. Wenn ich ehrlich bin, macht mir die Anstalt schon ein bisschen Angst. Können Sie das etwas genauer beschreiben? Ich weiß nicht genau. Ich mag es hier einfach nicht. Sobald es dunkel wird, sehe ich zu, dass ich hier wegkomme. Und da rein würden Sie mich für kein Geld der Welt kriegen. Ein Typ wie er gibt einfach so zu, dass er ohne einen wirklich ersichtlichen Grund Angst hat. Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich mich hier weiter umsehen will. Warum sollte ein Typ wie er das nicht, oder ich meine, verstehe ich nicht. Aber ich finde es witzig, dass der Cursor sich, wenn man ein bisschen rumspielt, im Rahmen verheddern kann. Und dann ist es, als hätte der Reibung. Es fühlt sich ganz komisch an. Manchmal kann man den dann noch ein bisschen bewegen, aber es ist witzig. Irgendwie hat der Rand anscheinend so eine Art Hitbox und die können sich verkeilen, der Cursor und der Rand. Nicht immer, also man muss das schon ein bisschen forcieren, aber dann kann man den so richtig mit der Spitze voran reindrücken in den Rand. Finde ich gut. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ihre Pause, die. Die gönnen Sie mir wohl nicht, was? Doch, klar. G gut, die ist nämlich eh schon viel zu kurz. Bin
Bald wird die Alte wieder rauchen und dann geht's weiter. Wie meinen? Die Köchin. Bei der qualmt es dann wieder schwarz aus dem Schornstein da hinten. Und dann muss ich weitermachen. Rauch als Zeichen zum Aufbruch? Sowas in der Art kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben Sie keine Uhr? Nö, brauche ich auch nicht. Die Alte ist auf die Sekunde pünktlich. Okay, das heißt, ich muss Rauch erzeugen, damit er... Nee, warte mal. Wenn ich seinen Presslufthammer klauen will, sollte er gerade nicht arbeiten. Na, was weißt du nicht? Kennen Sie einen Manuel Perez? Wer soll das sein? Einer von da drin. Ein Patient? Ja. Keine Ahnung. Mit denen habe ich keinen Kontakt. Verbot der Anstaltsleitung. Sie haben ja einen kleinen Sprachfehler. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Ursache dafür in einem Kindheitstrauma liegt? Oder hat Ihre erste Freundin Sie enttäuscht? Welche tragische Geschichte verbirgt sich dahinter? Haben Sie mal 10 Stunden mit einem Presslufthammer gearbeitet und dann versucht, halbwegs normal zu sprechen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hab ich mir gedacht, sonst würden Sie solche Fragen nicht stellen. Okay. Dann genießen Sie Ihre Pause noch ein wenig. Werde ich tun. Dann klauen wir jetzt trotzdem den Presslufthammer. Ratatazong, ratatazong, weg ist der Balkon, dong. Der Bauarbeiter dürfte wenig begeistert sein, wenn ich ihm sein Spielzeug wegnehme. Okay, ich werde mal die Tür da überprüfen, aber wahrscheinlich ist die keine eh verschlossen. Keine Türklinke, kein Schlüsselloch. Sobald die Tür ins Schloss gefallen ist, bekommt man die von außen nicht mehr auf. Und hier könnten wir reingehen, aber hey, ich gehe jetzt nochmal zurück und gehe erstmal in den Haupteingang, weil wahrscheinlich komme ich dann da irgendwie nicht weiter und muss deswegen hinten rum oder so. Schätze ich mal. Moment mal, ich kann direkt mit der Leinwand... Nee, kann ich mir nur anschauen. Hier entstehen die künftigen Meisterwerke der zeitgenössischen kubanischen... Ach so, das hatten wir sogar schon. Na dann, hinein in die gute Stube. Melden wir uns erstmal beim Haupteingang offiziell an. Wir sollen aber aufpassen, hat der Türsteher gesagt. Ach, das ist die Rezeptionistin, die da am Updancen ist. Nehmen wir uns mal einen Prospekt. Hier steckt eine ganze Reihe von Fachzeitschriften aus der Fakultät der definitiven Relativität. Ich nehme mal eine mit. Die Auswahl erfolgt nach der erprobten Systematik des Zufalls. Kein Wunder, dass viele Männer Krankenschwesterfantasien haben. Schönen guten Tag. Hallo. Ich suche einen gewissen Perez, Manuel Perez. Er müsste hier Patient sein. Kann ich ihn sprechen? Perez? Ja, der ist hier. Wer sind Sie denn? Ich bin Nina Castro. Besser, ich verrate nicht der ganzen Welt meinen Namen. Solange ich nicht weiß, wer hinter der Entführung meines Vaters steckt, ist zu viel Vorsicht immer noch besser als zu wenig. Tut mir leid. Ohne Sondergenehmigung kommen Sie hier nicht rein. Es wäre aber wirklich wichtig. Wichtig? Wirklich wichtig ist, dass ich meinen Job behalte. Und meine Gesundheit. Natürlich mein überragendes Aussehen. Das ist wirklich wichtig. Ich verlange doch nicht von Ihnen, dass Sie ihn freilassen. Ich will nur kurz mit ihm reden. Hören Sie, Schätzchen. Seitdem Senor Cartuso hier das Sagen hat und diese Nicole Charleroi als Chefin eingesetzt wurde, müssen wir alle sehr gut aufpassen. Massimo Cartuso? Dieser amerikanische Milliardär mit seinem riesigen Mobilfunkkonzern? Eben jener. Und auch in Kuba gilt, wer die Zeche zahlt, bestimmt, was getrunken wird. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Die Musik ist ganz schön laut. Ja, klasse, nicht wahr? Hab die Scheibe ganz neu und höre sie seit 3 Tagen rauf und runter. Die hält mich ordentlich in Schwung. Damit macht sogar das Putzen Spaß. Eigentlich wollte ich ja Tänzerin werden. Aber der Markt ist in dieser Region ziemlich überfüllt. Also musste ich halt eine neue Disziplin erfinden. Rhythmisches Putzen. Ich putze genau zum Takt der Musik. Hilft auch sehr gut gegen Müdigkeit. Vor ein paar Wochen bin ich drauf gekommen und perfektioniere seitdem meine Technik. Mal sehen, wenn das mit der Politik nicht klappt, werde ich vielleicht ein paar Kurse für Hausfrauen anbieten. Ich glaube, der Markt dafür dürfte ziemlich groß sein. Ja, ganz bestimmt.
Die haben echt durch die Bank gute Sprecher, vielleicht ein bisschen wenig Auswahl. Ja, da sind viele doppelt und dreifach besetzt. Ich könnte mir halt wirklich vielleicht eventuell unter Umständen vorstellen, da das ja ein deutsches Spiel ist, dass die Entwickler vielleicht auch quasi die Synchronsprecher per Hand ausgewählt haben. Und man kennt halt dann aus dem deutschen Fernsehen und so weiter gute Synchronsprecher. Es sind ja auch lauter Bekannte. Und wenn das irgend so ein amerikanisches Studio macht, dann gehen die wahrscheinlich zu irgendeiner Agentur oder so und die haben dann selber ihre möglichst billigen Synchronsprecher irgendwo rumliegen oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass das einen Unterschied macht. Wenn man weiß, wen man für sein Spiel haben will. Ja, ach so, wir sind noch mitten im Dialog. Massimo Gattuso kauft sich eine Irrenanstalt in einem verschlafenen Nest in Kuba. Finden Sie das nicht ein bisschen seltsam? Ich habe so meine Vermutungen, aber die behalte ich besser für mich. Kommen Sie, es könnte wirklich wichtig sein. Nichts ist so wichtig, dass man dafür so endet wie... Ja? Nichts. Meinen Sie nicht auch, dass rhythmisches Putzen eine großartige Geschäftsidee wäre? In dieser ganzen Anstalt passieren so viele seltsame Dinge, dass ich gar nicht weiß, wo ich mit dem Wundern anfangen soll. Ich habe so ein Gefühl, dass es hier um eine ganz große Sache geht. Leider sagt mir mein Gefühl nicht, um was für eine. Katsching! Haben Sie Angst vor Ihrer Chefin? Ich? Wieso sollte ich? Ich hatte so den Eindruck. Der täuscht. Der täuscht ganz bestimmt. Die will doch reden. Ich muss sie nur noch ein wenig kitzeln. Die Chefin ist doch gar nicht da. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Ja, das hat Pedro auch gedacht. Und dann? Und dann? Nichts. Lassen Sie mich in Ruhe. Diese Nicole Charlois setzt die Mitarbeiter dermaßen unter Druck, dass die sich vor Angst fast in die Hose machen. Hoffentlich muss ich mich mit der nicht auch noch auseinandersetzen. Sie sagten irgendwas von, wenn das mit der Politik nicht klappt. Sie sind Politikerin? Noch nicht. Die Betonung liegt aber auf noch. In 2 Wochen sind Wahlen. Da will ich antreten. Als Politikerin? Ja, klar. Spricht irgendwas dagegen? Nein, bestimmt nicht. Und Sie rechnen sich da Chancen aus? Ja, ich denke schon. Ich sehe umwerfend gut aus. Und 20% der Wähler habe ich schon, sagen wir mal, überzeugt. Oh. Aber ich will ja nicht nur eine von vielen sein. Ich will Bürgermeisterin werden. Leider fehlen mir dafür noch ein paar Stimmen, aber die werde ich schon noch kriegen. Wenn ich nur wüsste, wie... Ach, Bürgermeisterin soll es gleich sein. Wie bescheiden. Wie ist denn Ihr Wahlprogramm? Wahlprogramm? Liest doch eh keiner. Problem ist nur, dass ich nur noch 2 Wochen habe. Und mir fehlen noch 120 Männer. Ja, das könnte knapp werden. Vielleicht sollten Sie es doch einmal mit einem Wahlprogramm versuchen. Ach was, viel zu aufwendig. Und da interessiert sich eh keiner dafür. Ich müsste einfach mehr Leute gleichzeitig von meinen Qualitäten überzeugen können. Sie meinen... Tja, haben Sie eine bessere Idee? Ich werde mal überlegen. Wenn mir was einfällt, sage ich Ihnen Bescheid. Es ist die Hölle. Dieses Spiel, diese Dialoge. Wer hat denn das geschrieben? Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat diese Figur hier geschrieben und die Dialoge? Wer hat das geschrieben und hat sich nicht während des Schreibens schon furchtbar dafür geschämt? Furchtbar dafür geschämt, was für ein notgeiler kleiner Trottel er ist. Er ist auch furchtbar. Ist das irgendwie, hat das irgendwie ein 13-jähriger, schwer pubertierender, also... Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß wirklich nicht, was los ist hier in dem Spiel teilweise. 2006 oder 8 oder sowas. Das ist nicht die 80er. Das ist nicht das finstere Zeitalter der... lassen wir das. Die Dialoge sind einfach super. Es fängt echt noch okay an und wird immer... Beisner. Also Wahnsinn. Finde ich das hier gerade. Oh Gott, furchtbar. Echt ein bisschen fremdschämig. Traditionelle Herstellung von Zigarren. Mir das anzuhören allein war schon echt schmerzhaft gerade für mich. Furchtbar. Naja, gut. Hätten wir das auch. Zutritt nur für Personal. Oh, dem machen wir jetzt sein Kartenhaus kaputt. Wieder ein Leben, das wir ruinieren. Der Pförtner.
Bildner scheint diesen Raum als Zwischenlager für seine Gemälde zu nutzen. Die dürfte etwa 4 bis 5 Dioptrien haben. Der Besitzer müsste demnach ohne diese Brille überall gegenlaufen. Spoiler-Alarm, ja. Natürlich machen wir diese Gartenhaus auch kaputt. Weil warum auch nicht? Unsere Latino-Schönheit würde sich wohl nicht besonders freuen, wenn ich ihr einfach die Musik abdrehe. Und genau deswegen machen wir das auch. Die neueste von Toptic produzierte Scheibe liegt drauf. Coole Nummer. Machen wir wohl doch nicht. Hübsch, da steckt bestimmt eine Menge Arbeit drin. Ich lass den Typen mal lieber machen. Solange er beschäftigt ist, kommt er wenigstens nicht auf dumme Gedanken. Etwa der armen kleinen Nina ein Ohr abzubeißen. Ah, ich finde auch diese Darstellung von der Nervenheilklinik und der Patienten und so weiter echt problematisch. Aber das, also, ist ja immer noch ein Videospiel- und Filmtrope, den man immer noch benutzt. Also da will ich ein Auge zudrücken, weil das ist halt eher ein Thema, das jetzt erst aktuell wird, wie problematisch die Darstellung eigentlich ist, diese klischeehafte Darstellung. Das ist ein Kind seiner Zeit, das ist okay, würde ich sagen. Hi, Falkos! Und ich wollte nämlich jetzt gerade mich verabschieden. Gerade für heute Schluss machen. Das ist jetzt fast witzig und schade, dass du genau jetzt kommst. Aber für heute Schluss. Jo, der Cluedo geht auch ins Bett. Genau, es ist Bettzeit. Gespeichert ist. Und beim nächsten Mal machen wir den armen Kerl sein Kartenhaus kaputt, machen die Platte kaputt, damit keine Musik mehr läuft, zerstören alle Teddybären und zünden wahrscheinlich das ganze Gebäude an, so wie ich unsere Nina hier kenne. Mal schauen, ich bin gespannt. Danke fürs Zusehen, hat mich gefreut. Ich hoffe euch auch, aber Freitag geht's erstmal auf jeden Fall mit Mario weiter, höchstwahrscheinlich. Mario 64 würde ich sagen, weil, yeah. Und, dann Dienstag müssen wir mal schauen, Patreon-Stream oder so. Naja, gute Nacht zusammen, macht's gut. Danke für Spenden, für Bits, für alles. Ciao. Auf Wiedersehen.